Ist es denn Tag überhaupt? Also Ja, morgen? ja, 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 schön. das passt, das passt schon. Wo gehen wir denn lang? Wo sind wir denn bisher noch wenig lang gegangen? Ich glaube, in diese Richtung, da sind wir noch Ich, sehr, nee, sehr ich glaube, gegangen. in diese Richtung seid ihr in die letzten Folge gegangen. Tatsächlich? Echt? Ich muss mich mal gerade orientieren. Sind Hier. wir? Ich glaube, er hat recht. Ja? Oder? Nein, nein, sind wir nicht. Wir Nee, waren in das der war. Richtung. Ja, das stimmt, das Wir waren stimmt, in stimmt. dieser Richtung. Dann gehen wir hier lang. Entschuldigung. Kein Problem. Ich find's ja krass, dass dir da sowas auffällt. Ich merke mir das nicht automatisch. Andersrum. Ich merke mir das automatisch. Ich weiß nicht, so viele Videos gucke ich jetzt auch nicht, dass das so schwer ist. Ja. Wer hat schon Zeit, den ganzen Tag Videos zu gucken? Tja, jetzt ist hier Richtig. natürlich ziemlich ozeantechnisch was am Oh, Start, ne? danke, dass du mich reingeworfen hast. Bitte sehr. Obwohl, im Moment muss Dankeschön. ich sagen, so als Student hat man es im Moment noch gut. Es sind ja noch Semesterferien, jedenfalls bei mir. Ja, bei mir auch noch jetzt ein Wochenende lang. Eine Woche, ja. Aus Genau. welcher Nee, Gegend ein kommst du, wenn man Wochenende, am fragen darf? 10. fängt's bei uns an. Sauerland, sagt euch Oh, das Sauerland, der was? Ja, Sundern. überm Berg rüber. Sundern. Sundern kenne ich. Ich war mal in Hagen bei Sundern. Hagen ist nicht weit weg von mir. Auf einem Bauernhof. Auf einem. Kuhschiss. Wir haben das HSK immer umgedreht und haben immer Kuhschiss Hagen gesagt. Ja, die Kölner. Der Chunkaufbau ist jetzt wieder. Naja, es geht so. Der Lindler ist auch von mir aus gesehen, meiner Zagen über den Berg und dann ist man eigentlich schon da. Wenn meiner Zagen euch was sagt. Ja, Ja, meiner Zagen logisch. sagt mir was, ja. Oh, Das Schweine. ist dann auch echt nicht so weit, ne? Aber das ist ja das Naja. tolle Kaff, in dem ich wohne halt. Hast du auch mal in einem Video erwähnt, nicht, dass ich jetzt Ja, irgendwas ja. verraten hätte? Nee, nee, Nein! ist klar, ich Ah, oh, weiß. das hat nicht geklappt. Nee, das, also ich meine, ist an sich ja schon halbwegs schön da, aber halt auch sehr langweilig, ne? Ja, ich kenne das. 8000 Leute Dorf, das ist so bei mir, das ist der Standard. Ja, gut, Lindlar ist da ein bisschen größer, aber auch nicht so viel. Also, Aber wir haben DSL 16.000. ja, im größten Teil des Ortes gibt es das auch, ja, nur bei uns halt noch nicht in dem Ah, das ist Ortsteil. ärgerlich. Und nur, wir haben jetzt schöne neue Glasfaserkabel vor der Tür. Ich muss es leider nochmal erwähnen. Und alles ist fertig und die Idioten schaffen es nicht. Ich habe mit denen jetzt nochmal telefoniert und zuerst, ja, nee, keine Ahnung, kann ich ihnen keine Auskunft rübergeben, weiß ich nicht, wie da so der Status ist und da finde ich hier gar nichts drüber in meinem System. Dann habe ich den noch 10 Minuten genervt, den guten Mann, bis er dann irgendwann mal woanders nachgeguckt hat und meinte, ja, hier steht jetzt 31. Dezember, Auf einmal war es dann doch im System. Wo Ja, ist der Jan hin? Ich war hier gerade ein bisschen Schweinekillen. Ich habe euch gerade hier über den Berg verschwinden sehen. Ja, soll ich Wir ja da warten hinten. mal. Da sind noch zwei Schweine, die du noch mitnehmen kannst. Ja, nee, zu uns rüber. Wo? Da Ja, unten. Unten genau. sind die. Einfach Ja. runter. Ja. Ah, hier sehe ich es auch hüpfen. Schweine! Hallo! Und tschüss! Und jetzt mal. Ach, da versuch's mal einmal Critical zu Aus machen, dann zwei geht das Ding aus dem Weg. Kameraperspektiven. Die sind zwar jetzt nicht so. Ja. Boah, und wie schnell das Fleisch sinkt auf dem Boden, das ist schon mal nicht schön. Lightyear Nein, so weit lasse ich da nicht kommen. Oh, So wichtig wir ist mir sind das ja in Fleisch den nicht. letzten Videos so oft gestorben. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Man muss auch echt sagen, also ey, mal ganz ohne Scheiß, ne, wenn du keine Rüstung hast und der Zombie, der haut dich dreimal, bist du weg. Da bist du weg. Das Ja. ist Auf hart unfassbar. ist das Ja. wirklich so, ja. Das ist wirklich krass. Also die haben echt richtig Wumms dahinter jetzt. In 1.9 soll es doch den neuen Hardcore-Modus geben. Wenn man Oh dann ja. stirbt, wird die Welt gelöscht. Das finde Richtig. ich auch hart. Wenn man Also. was? Wenn man stirbt, wird die Welt gelöscht. Nee. Ja. Das ist krass, oder? Ja, den werde ich dann definitiv aber nicht spielen. Ich meine, wenn ich morgen sterbe, wird die Welt ja auch nicht gelöscht. Nee. Also, Nee. das ist dann ja Aber du schon. respawnst dann aber auch nicht mehr. Richtig. Leider. Ja, Wobei das ich wäre mal glaube, dann schön. hätten wir eventuell ein noch größeres Überbevölkerungsproblem, könnte man eventuell sagen. Ja. Stimmt, ist schon irgendwo gut, ne? Ja. Boah, stellt euch das mal vor. Also ich finde, Boah. man kann das irgendwie so nur für Leute, bei denen es sich lohnt, einführen mit dem Respawn im echten Leben. Also, dass automatisch irgendwie gecheckt wird, die Menschen, die haben es drauf und die haben das Recht, nochmal zu Und leben. nach der Und Abgabe einer gewissen Summe ist das dann auch möglich, weil. der. Genau. Und ja, der, nee, der hat immer nur absichtlich von Hartz IV gelebt und nee, das macht keinen Sinn. Der Also ich darf meine, nicht. bitte? Der darf Genau, nicht. der darf nicht. Der Ich meine, darf nicht. ich habe nichts gegen Leute, die mal irgendwie arbeitslos sind oder sonst irgendwas. Kann jedem passieren, gar keine Frage. Kann auch sein, dass es länger dauert, bis man irgendwann mal wieder einen Job Ja. findet oder so. Das überhaupt nicht. Also ich will da jetzt überhaupt gar keinen diskriminieren. Aber es gibt ja nun mal Menschen, die machen das absichtlich. Die haben einfach keinen Bock. Und Ja. da sehe ich dann auch nicht ein, warum man die dann nochmal durchfüttern sollte. Richtig. Nee, sehe ich genauso. Sag mal, ist das eigentlich nur mir irgendwie so ein bisschen aufgefallen oder habt ihr bisher auch die NPC-Dörfer eher in Wüstengebieten gefunden?
Muss ich sagen, ist bei mir relativ ausgeglichen eigentlich. Ja? Also ich habe bis jetzt, glaube ich, so wenn ich mal im Singleplayer gespielt habe und so, also erst 3 Stück insgesamt oder so gefunden. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob sie alle in Wüstengebieten waren, aber auf jeden Fall der Großteil, doch, das stimmt. Aber es kann natürlich auch Zufall sein. Wo willst denn du jetzt hin? Haben wir überhaupt noch eine Orientierung? Ich wollte ein bisschen... Darüber müssen wir. Da. Achso, warte mal, zurückkommen wir übrigens. Wir haben immer noch keinen Kompass, davon mal abgesehen. Die Sonne muss von rechts nach links gehen, dann laufen wir nach Hause. Richtig, habe ich auch so. Ich habe es immer noch nicht drauf mit diesen blöden... Ist mir auch wurscht. Im Osten geht die Sonne auf und so, ne? Ja, genau. Ja. War das nicht im Norden? Richtig, bei Minecraft ist es Norden. Aber ja, genau. Wieso? Wer legt das fest? Woher weiß man, ja, bei den Norden Schweden ist? Weiß man auch nicht, was da abgeht. Also. Ja, aber ich meine, es ist ja bekloppt. Hier gibt's ja, ist ja kein Globus. Es ist ja keine runde Welt hier. Hier gibt's ja keine Pole. Also wie kann der sagen, nee, bei uns geht's im Norden auf? Höchstens vielleicht hat er das gesagt aufgrund der IDs, die irgendwie die Chunks haben oder so, je nachdem wie die gezählt werden oder so. Das kann natürlich sein, ja. Kühe, also auf 2 Uhr von euch. Ich hab's auch auf dem linken Ohr mal kurz Moon gehört. Auf dem linken Ohr? Ja, aber ja, da hinten 2 Uhr eine bestätigen sollte, ja. Oh, ja, ich wundere mich gerade, warum ich nicht mehr rennen kann. Ich habe ein bisschen Hunger. Spielst du ohne HUD gerade? Nee, mit, aber ich habe nicht drauf geachtet einfach. Ach so. Ich habe das immer relativ klein eingestellt. Also nicht ganz winzig, aber schon relativ klein im Vergleich zu den normalen Standardeinstellungen, weil es sonst irgendwie mich immer ein bisschen nervt. Und jetzt habe ich mal nicht so sehr drauf geachtet. Das war gerade ein toller Screenshot-Moment. Ja? Sofort ausgenutzt natürlich. Ich hatte zur Not, wenn es gleich Nacht wird, können wir ja auch... dann können wir uns ja einfach mal kurz... Oh, Kühe, Massenspawnungsveranstaltungs... Gerätemanager, genau. Massenspawnungsveranstaltungsgerätemanager. Oder Moped, was auch immer. Ja, das ist der neue Job. Moped, das passt ist, immer. Das ist dann der Arbeitskollege vom südostasiatischen Serviettenfaltkunst, Schussexamens, Testfangen, Überprüfungsmaschinen, Chiphersteller und vom Aprikosenmarmeladen, Baumfabrikationsanlagen angestellten Hundehausbauer. Das sind aber auch auswendig gelernte Begriffe, oder? Oh, jetzt. Nee, das hat er sich jetzt ganz spontan einfallen lassen. Ach so, ja, das ist aber eine Leistung. Ja. Jetzt hatte ich gerade kurz mal 4 Frames, das war nicht so geil. Ja, gerade, ich weiß auch nicht, was los ist. Ab und zu sagt mein PC, hör mal Standbild. Ja, hatte ich gerade auch kurz. Bei mir jetzt auch ganz kurz. Ich glaube, vielleicht sind das irgendwie aufwendigere Chunks, die gerade geladen werden oder so, dass da irgendwas abgeht halt. Ja, hier ist auch wieder hier sind wieder auch irgendwelche fliegenden Inseln und Inseln, die nur auf einem Klotz stehen und so. Ja, diese einzelnen Dinger, die finde ich auch echt kacke. Das hätte der doch irgendwie umgehen können. Ja, nur ich, Wobei ich irgendwie finde, dass es zu Minecraft dazugehört. Ich finde das geil, weil es ist irgendwie immer so ein bisschen spektakulär, wenn man sowas findet. Irgendwie, weiß ich nicht. Ja, es ist auch verdammt schwierig, sowas zu programmieren. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie ich diesen ganzen Weltgenerator hier irgendwie programmieren sollte, sodass der das halbwegs anständig hinbekommt. Also, so, jetzt stehen wir leider wieder an einem geringfügigen Ozean. Ja. Und zwar an einem ziemlich geringfügigen. Ach, das schaffen wir. Ein Tag. Richtig geil ist der Zombie da hinten. Ganz, guck mal nach da hinten, nach ganz oben. Ganz weit oben, schön. Der ist echt gut. Der hat da eine Fackel hingebaut. Das war ich. Als kleine Orientierung. Ja, alles klar. Alter Schwede. Also, das ist eine arme Sau. Der kommt da nicht runter. Der genießt die Aussicht. Hoffentlich ist er schwindelfrei. Flachzange. Und lange kann er ja auch nicht da oben stehen bleiben. Irgendwann geht's Tag und er verbrennt. Das stimmt. Doof. Was tun wir jetzt? Schwimmen wir oder graben wir uns hier irgendwo ein? Oder? Also schwimmen dauert ja wirklich ewig ohne Boot. Mhm. Ich hab Holz dabei, ne? Also so ist nicht. Ja, dann ja, soll ich ein mal... Ein Bettchen hätten wir uns mitnehmen sollen. Sonst mach einfach mal Boote. Ja. So, machen wir erstmal ein Crafting Table hier. Kloppen wir den mal hier hin. So. Und dann, Da hinten stirbt eine Kuh. Nein, doch nicht. Sie ist nur gefallen. So, hier Boote, Verteilerei hier. Einmal da. Ja. Liegt da vorne in der Lücke. Und eins hier. Vielen Dank. Liegt wo vorne in der Lücke? Hast schon eingesammelt. Ich glaube, du hast es schon. Oh, heißen Dank, ja. Mit den Fackeln finde ich ganz gut. Vielleicht sollten wir das irgendwie so alle paar Meter mal machen, so als Orientierung. So alle 5000 Felder. Genau, so ungefähr. Okay, dann wer zählt?
Nein, lass uns 4697 nehmen. Ja. Ihr seid die Studenten, ihr müsst zählen. Ich bin auf Urlaub. Also du hast jetzt echt noch eine Woche frei? Mein Boot dreht sich im Kreis, wenn ich fahre. Was soll das denn? Jetzt geht's. Ja, ich habe noch eine Woche frei, ja. Das ist asozial. Ich fange am Montag schon wieder an. Mhm. Allerdings halt nur Germanistik, Geografie, dann erst eine Woche später. Ich habe ja noch diese Woche noch eine Klausur geschrieben. Jetzt am Montag. Ach so. Ja, nachgeschrieben halt. Ja, Deutsch. Mediävistik. Also so Mittelaltergedöns. Ja. Hört sich jetzt nach Medien an, aber gut. Nee, Mediävistik von Media Evum. Mittelalter. Ach, Latein und so ein Gedöns. Ja, ja, genau. Ja. Und Biomen und so. Und ich studiere Germanistik, das muss man sich mal überlegen. Warum muss ich deswegen lernen, wie die Menschen im Mittelalter gelebt haben, wie da so die Kultur war und die Religion und überhaupt alles, also das komplette Mittelalter eigentlich lernen? Sehe ich irgendwo nicht ein. Also, aber es muss trotzdem sein. Ja, da denkt man sich auch immer, wofür, und dann schreibt man es einmal und dann ist es wieder raus aus dem Kopf. Sag mal, Leute, ja, ist genau. Der Ozean hier eigentlich irgendwie riesig? Ich habe mal gehört, einer ist einen ganzen Tag in Minecraft gefahren und hatte dann einen Ozean trotzdem nicht überquert. Okay. Das sieht hier gerade ziemlich so aus. Vor allem hat der einen ziemlich merkwürdigen Grund unten, finde ich so. Ja, oder? Mit Sand und Erde, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall Sand. Ich finde es aber auch ganz interessant so. Ja. Sieht ganz lustig aus. So, wartet mal, hier stelle ich jetzt mal kurz einen Klotz hin. Hier kommt nämlich gerade. Hier ist es nur 2 tief. Moment, ich bremse mal kurz. Ja, was heißt Moment? Wir sind eh noch irgendwie so einen Kilometer hinter dir. Okay. So, jetzt müsste ich nur Blöcke haben, die ich da hinsetzen könnte. Ich habe 1, 2. Das reicht. So. Wenn es 2 tief ist, reicht das, ja. Du hast hier... Ich habe hier Wasser. Ach so, da hinten. Okay, Moment, Moment. So, Moment, jetzt muss ich erstmal wieder in mein Boot... Kann ich da so rein ohne Ufer? Ja, ja. Ja, cool. So, und wir waren jetzt, scheiße, in die Richtung da. Ja? Müssen wir, ja, in diese Richtung. Und da links ist auch schon Land. Oh, hier links, hier ist Land. Ui, ja, juhu! Ja. Yippie! Fantastisch. Willst du da hin, oder, Einfach mal vorbeifahren, mal gucken, was es da so gibt und so. Pippi-Insel, ne? Ja, ich glaube auch. Da fällt mir gerade ein Zitat ein aus einem Scary-Movie-Film, das sage ich jetzt aber nicht. Warum? Hau rein. Vielleicht kennt ihr es ja bei deinem Pipi-Insel. Nein, das wäre jetzt niveaulos. Wir wollen ja auch einen gewissen Standard halten. Ist das so? Ich weiß es nicht, wollen wir? Wegweiser sind bei uns ja auch Pimmel, also hau raus. Okay, das Pipi- und Vagina-Zitat. Das kennt ihr doch garantiert. Ich glaube nicht, aber ich habe auch, glaube ich, nur die ersten 3 Scary-Movie-Teile gesehen und danach irgendwie... Ich glaube, ich nur die ersten 2. So Ezekiel in dem Dorf, der Behinderte? Den Behinderten, Leute. Doch, den Behinderten, den kenne ich. Der irgendwie... Ich habe Kaka gemacht. Ist das der? Ja. Riech mal meine Kaka. Ja, genau. Meine Keime. Sag mal, wieso düst du eigentlich so ab mit dem Boot? Ich drücke hier auch nur W. Ja, das ist wie mit dem Spawnpunkt abbauen und neu setzen. So ungefähr ist das Grundprinzip dabei auch. Okay. Die einen können es, die anderen nicht. Ja. Nee, das ist auch wieder... Warte mal, ist hier eigentlich mehr Land? Nee, ne? Oh, hier Frames. Wo hinten? Da, wo du gerade... Wir müssen in diese Richtung da, warte, da wo ich jetzt hingucke, da. Und da rechts kommt Wüste. Sick nicht. Ja, lass mal in die Wüste. Wüste ist... Ah, jetzt sehe ich es auch. Wüste ist immer gut. Also ich habe bisher, wie gesagt, echt, glaube ich, alle NPC-Dörfer in der Wüste gefunden. Dann sollten wir hier kurz... Was ich ganz geil fände, wäre, wenn man das Boot kaputt machen und wieder mitnehmen könnte. Hm, aber irgendwie... naja, okay, ich hau's mal. Ach nee, das geht gar nicht, wenn man drin sitzt. Da ist ein NPC-Dorf. Prima. Eine Wüste und ein NPC-Dorf. Ja. Wer hätte es gedacht? Ja. Ohne Witz. Mein Boot schwimmt weg, bleib hier. Die Boote, die sind... Da will man aussteigen, macht alles ganz vorsichtig, schleicht ans Ufer, dann steigt man aus, wupp. Ich bin einfach voll gegengefahren und hab 3 Bretter eingesammelt. Und ein Stick. Ja. Nee, Moment. Doch, Stickse sind 2 Stück da. Ja, stimmt. Und ja. Irgendwie noch Bretter. Das ist richtig. Dann fehlen mir jetzt gerade noch ein Stickse. Nicht mehr. Ja, Moment, ich bin gerade abgetaucht, weil da unten auch noch 2 Bretter von mir sind, muss ich jetzt nochmal runter. Okay. Die sind ja jetzt wertvoll, wir haben ja nichts dabei und in der Wüste wachsen keine Bäume, also... Wir gehen in der Zeit schon mal das NPC-Dorf erkunden, ne? Ciao! Nein! Wir sind dann mal weg. Wobei wir spielen ja immer noch 1.8, das heißt, es sind noch gar keine Testificates drin oder wie die Typen auch immer da hießen in der 1.9. Aber Mischung aus Thaddeus und Mr. Burns. Genau, die sehen tatsächlich so aus. Was?
Ja, so sehen die aus. Mischung aus Thaddeus und Mr. Burns. Oh Gott. Und Apu. So Apu ist auch noch mit drin. Hinter dir? Apu ja, ist könnte aber auch noch mit drin. Ich glaube, ja. Die haben da einiges reingeschickt. Der Fritzer möchte sich das nicht vorstellen, bitte. Hier ist ein Zombie. Hier sind Zombies im Haus. Cool, ja, ist auch kein Licht. Trotzdem drin, ne? Da Achso, okay, kommt der hier noch. Komische Einwohner hier. Kommt ja. Hier sind Ärsche. Keine Testifications, sondern Zombies. Ja, genau. Keine das. Mr. Keine Tuddleburns. Ein Tuddleburn, zwei Tuddleburns. Burns. Oh Mann. Oh, oh, hallo. www.tuddleburns.org. Das wird unsere neue Seite. Hasse sie. Creeper, Achtung. Hau ab hier, du Null. Hier mache ich dir Ja aus. Oh, nee, das kann scheiße. Das ja, der war bei Dorfzerstörung. Ofens. Ich möchte das in den Ofen hier, in den Ofens. Wir sind jetzt völlig aus dem Konzept hier. Ja, ohne Tuddleburns sagt Ofens. Tuddleburns. Ein Tuddleburns. Oder einfach C. Montgomery Tuddle oder so. Oh, Spille. C. Montgomery Tuddle. Ausgezeichnet. C. Herrlich. Montgomery Tuddle. Da ist eine Enderpussy da hinten. Und was ja, machst du, wenn du sie anguckst? Nichts. Der macht gar nichts, das ist das Problem. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Ich hänge hier nicht. Irgendwie im Block. Garf, kannst du mir irgendwie hier was abbauen? Irgendwie ja. Komme ich hier nicht weg. Danke. Den Holzblock habe ich gar nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Ich habe den abgebaut gerade. Okay. Hier ist noch einer, ich hänge schon wieder. Hier ist ein Beet, also hier ist ein Kann dir noch mal einer abbauen? Feld. Ich hänge hier fest. Danke. Ich habe ihn aufgesammelt, aber nicht gesehen. Oh, wer will denn hier was? Müsste der nicht eigentlich brennen? Noch nicht hell genug. Noch nicht hell genug. Wird ja gerade erst. Ich will mich mal kurz mit so einem Vieh hier anlegen. Oh, ich hasse sie so. Ich auch. Geh weg. Le Crepeur. Le Crepeur, der Krepierer. Der Krepierer. Creepiger Creeper, sag ich da immer gerne. Ja. Weil die sich wirklich ancreepen an einen. Wenn die wenigstens ein klitzekleines Geräusch machen würden, aber nein. Heißt Creeper irgendwas mit anschleichen? Ne, to creep ist, glaube ich, beziehungsweise erschrecken oder... Okay. Ja, sowas. Cool. Das so wusste ich nicht. Ja, das ist ja... Eigentlich ist das ja echt geil mit diesen NPC davon. Achso, ich baue hier mal, glaube ich, gerade ein bisschen... Ich finde die auch richtig gut. Wenn man mal auf Erkundungstour ist, dann kann man sich da, was weiß ich, einen Weg hinbauen und sagt, hier geht's nach Pusemuckelheim. Und dann stellt man sich da ein Bett rein und sagt, da bin ich jetzt heute Nacht und dann geht's weiter. Genau. Ich baue hier mal gerade ein bisschen Korn ab. Können wir nämlich mal vielleicht noch ein, zwei Brote machen. Was mich halt ein bisschen gewundert hat, dass der Notch und Chap jetzt gesagt haben, okay, sie haben jetzt soweit die 1.9 quasi ich fertig. Ich brauche nochmal Hilfe. Wo bist du denn? Ich hänge genau wieder an der gleichen Stelle, hänge ich wieder, doch, jetzt bin ich wieder los. Ja. Ich jump da mal rüber. Also, dass die halt gesagt haben, okay, im Prinzip ist die 1.9 jetzt fertig, sie machen nur noch ein bisschen Bugfixing und die ein oder andere Anpassung und danach kommen nur noch zwei größere Neuerungen und dann kommt die Final. Also, eine von den Neuerungen muss ja wohl sein, dass die NPCs endlich mal einen Sinn haben, oder? Das stimmt, ja. Die sollen ja auch handeln können. Genau, oder so. Also es ist ja total bekloppt, dass die einfach nur so rumlaufen. Und hat einer von euch Fleisch zu braten? Hier ist gerade ein Ofen am... Ja, selbstverständlich. Ich habe da mal einen Eimer Lava reingehauen. Okay. Auch wenn da ein Eimer drauf geht, aber... Ach so, der Eimer geht dabei drauf? Leider ja. Oh, aber dafür brennen die auch ordentlich lange. Ja, man sieht's, ja. Ich habe nämlich hier auch noch 24 Kuh-Chops und all so Kram. Ja, ich auch noch 13 Stück. Und, ja, also die Sache, auf die ich ja tatsächlich noch am allermeisten mich freue, ist dieses blöde Tierfarmen da, also Tiere züchten. Ja, das stimmt, ja. Ich auch voll Bock drauf. Endlich mal so ein Bauernhof oder sowas. Mhm. Ja, und Gehege und so, ne? Ich finde das sowas von geil. Und ich finde, es ist auch richtig gut gelöst mit dem irgendwie Getreide vor die Nase halten, um sie anzulocken und so. Also, das ist schon ganz cool. Sagt man, Crafting Table gibt's hier in diesen NPC-Dörfern nicht, ne? Doch, gibt's auch in manchen Häusern. Habe ich schon mal gesehen. Meistens sind so großen Dinger. Ich schau mal. Ich habe jetzt noch keinen gefunden. Meistens sind so großen Dinger. Ich gehe erstmal in ein schön kleines rein. Da ist einer, ja. Super, hier. Ich habe es gesehen. In einem Zombie-Wohnheim. Irgendwas wollte ich nämlich hier auch. Ich weiß jetzt natürlich schon längst nicht mehr, was ich wollte. Gucken, wie so ein Crafting Table in einem Dorf aussieht. Ja, beispielsweise. Ja, nee, Quatsch, ich wollte Brote machen. Siehste. Ja, genau. Haben wir das ja auch wieder gerafft. Wieder 5 Brote mehr. Fantastisch.
Oh, da ist ja noch ein Beet. Da werden wir uns gleich nochmal verlustieren. Aber, ja. Knochenmehl haben wir jetzt keins dabei, sonst können wir den Rest noch... Ich habe gerade Knochen in die Lava geschmissen. Nein, warum tust du das? Ich musste Platz im Inventar haben. Ich habe einen Knochen mit. Was willst du damit? Ja, da auf dem Feld irgendwie was düngen. Halt einfach so Getreide, dass das fertig wird. Ach so. Und so. Ja, okay. Dann kann man noch ein paar Brote daraus machen. Dann haben wir noch 3 Stück, bringt ein Brot. Stimmt, das ist eigentlich gar nicht so doof. Zack, zack, zack. Kostet ja nichts. So, dann gehe ich jetzt nochmal ein paar weitere Brote machen. Ich habe jetzt mittlerweile nämlich auch gleich 30, 32 Stück. Und was war denn jetzt nochmal die Schmiede? Hier oben, hier. Genau das Gebäude hier. Ah, okay. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass die, diese NPC-Dörfer hier auch in so total hügeligem Gelände irgendwie entstehen und dann halt alles, also teilweise die Eingänge so total versteckt sind. Da wo du gerade drin warst, musste ich auch erstmal freibuddeln. Das ist wirklich ein bisschen doof gemacht, ja. Manche sind dann auch auf irgendeinem Berg und dann ist der Eingang schwebt mitten in der Luft. Ja. Das sieht dann auch nicht schön aus. Jetzt haben wir ja das Dorf gefunden. Was haltet ihr denn gleich von ein bisschen Höhlen? Oder Bock? Wie sieht's denn aus, Gabi, mit Holz? Möchtest du noch was haben, mitnehmen? Also ich habe noch 24 Planks dabei. Warte mal, dann hast du hier mal noch 11, die schmeiße ich hier mal hin. Ja, wir haben ja noch ganz viel, wenn wir wollen. Guck mal hier. Ja, ja, klar. Ja, ich weiß. Deswegen, ich habe nur keine Axt. Einfach mal das Dorf auseinandernehmen. Ach, du hast eine Axt mit. Ja. Hervorragend. Hier, nimm mal die Planks. Wie sieht's aus? Braucht jemand Porkchops? Nö, ich habe jetzt noch 22 geguckt Porkchops und rein theoretisch noch 33 Pilzsuppen. Achso, ich kann hier noch, genau. Boah, wir haben schon Essen. Ja. Jetzt haben wir definitiv genug Essen. 32, also ich habe jetzt 32 Brote, 44 Melonen, 33 Pilzsuppen, die 22 Porkchops und dann die Melonen holen uns voll raus. Ja, die esse ich dann halt immer, wenn ich gerade Zeit habe. Genau, hab, ne? Ja. Wenn ich nicht bedroht werde oder beim Erkunden finde ich die eigentlich auch gar nicht. Dann kann man die ja immer prima fressen. Ich finde, am meisten Sinn machen die ganz einfach, wenn man keine volle Energie hat, aber einem nur anderthalb zu essen fehlen. Ich höre ihn noch. Ja. Jan, bist du noch da? Ich bin noch da. Hörst du den, Jan? Ich höre ihn, ja. Also. Moment, dann habe ich, glaube ich, gerade ein kleines technisches Problem. Ich Fritz muss mal kurz aus dem Spee-Il und mal kurz Mumble schließen. Nein, wir hören dich nicht. Da jetzt. Kommt nochmal so eine Aufnahme von Fritz, wie er hier auf dem. Alles prima. Alles bestens. Und meine Aufnahme ist gestoppt. Das ist ziemlich schwul. Ja, wie das gut, dass wir nicht. Jetzt doppelt aufnehmen. Ich hätte mich auch noch als Aufnehmer anbieten können. Das stimmt eigentlich. Ist nur ein bisschen schwierig, die Daten von dir wirklich hier rüber zu schicken und es dann zusammenzuschneiden. Ich kann Fraps gerade auch nicht starten. So kann ich Fraps nicht starten. Vielleicht läuft's schon. Mensch. Nee, tut's nicht. Du kannst die Aufnahme nicht starten? Wie wär's mit Festplatte voll? Nee. Wer weiß. Definitiv nicht. War ja Speicher 672 GB, sollte gerade noch so reichen. Knapp. Ja, ganz knapp. Das muss ich jetzt hier gerade mal. War jetzt natürlich blöd. Ja, ist ja egal, wir sehen ja meine Aufnahme noch jetzt hier wunderbar, ne? Das ist genau. Ja, das Schöne. So, back to game. Und jetzt geht's wieder, ja. Naja, okay. Kurzer technischer Ausfall, aber naja. Ist das gute Eigenleben. Doof, aber was ich genau. Boah, erinnere mich bloß nicht an dieses Thema. Ich könnte ausrasten. Ich hasse es. Darüber hast du dich schon mal ausgelassen. Ja, ich weiß. Let's Play. Ich kann mich gerne auch noch 15 Mal auslassen. Das ich hänge jetzt auch in einem blöden Block. Ja. Es ist sowas von furchtbar. Ich häng fest. Ja, warte. Aber ihr seht die schon, oder? Nein. Nee. Ich häng schon wieder fest. Das ist Erde jetzt. Gut. Und schon wieder? Nee. Nee, jetzt ist alles gut wieder. Bescheuert. Hast du genug Holz zusammen, Garf? Ich habe noch hier 12 Planks. Die schmeiße ich dir hier mal runter. Achtung, hinter dir. Nee, ich da bin unten. Schon oben. Ich wollte nämlich hier die Holzstämme mitnehmen, weil die einfach mehr Sinn machen. Ja, das stimmt. Ja, gut, aber jetzt ich meine, wann brauchen wir so viel Holz, ne? Ja, also ich habe jetzt viel Holz dabei. Okay, warte mal, ich gebe dir hier noch die Planks. So, da hast du noch mehr Holz. Gehen wir ein Stück zurück. Okay, jetzt habe ich 55 Bretter und 48 Stämme.
Ja, soll man nicht lieber noch was abbauen? Da können wir uns eine Holzbrücke nach Hause bauen. Ja, na, ja, oh, genau. Scheiße. So, Jungs. Die, also Richtung nach Hause ist da hinten. Glaub, ja. Da lang. Warte, ich guck nochmal kurz. Da. Da müsste es sein, so nach, nach da, wo ich jetzt hingehe, ne? Ja, genau, in die ja, Richtung da. Genau. Ja. Nicht nach rechts hier? Nee, wieder... nee, da lang ist nach Hause. Genau, ja. Ah ja, gestimmt, da hinten ist die Pipi-Insel. Gestimmt? Was? Gestimmt? Ach ja, gestimmt. Gestimmt, habe ich jetzt auch schon. Ach ja, gestimmt. sollen wir uns hier mal irgendwas suchen? Irgendwie? Auf dem Weg zurück? Aber wobei, was heißt Weg zurück? Hier war ja nichts mehr, ne? Nee. Oh, doch, Bambus. Zuckerrohr, sorry. Zuckerrohr. Sollen wir uns einfach mal hier reingraben? Ja, ist ja noch relativ für. Egal. Also ich meine, ihr wollt hier meinen? Ist doch vollkommen egal, oder? Ja. An sich schon. Ich geh ja, mal wenn da. Einer stirbt, ist es natürlich weit weg. Aber gut, wir sind vorsichtig. Genau, wir sterben doch nicht. Nein. Ich habe alleine schon sterben, durch ein bisschen was? Runterfallen schon meine Rüstung halb kaputt gemacht. Das ist oh, hier ist ein Steinblock. Das heißt, hier kommen wir ganz gut wahrscheinlich runter. Oh, das ist... Falls wir irgendwo anders reinkommen. Ich mache uns hier mal gerade so einen Erdpimmel. Und dann wissen wir, wohin wir müssen. Ich hab doch noch eine Schaufel hier. Dann tue ich die nochmal rein, mache hier die Erde da drüber weg. Dann kann man auch den Stein da wegnehmen. So. Ach, ich gehe hier schon mal ein bisschen meiner Wege. Macht unten hinter mir Licht? Ja, ja, mache ich mal, ne? Klick. Wunderbar. Klick, Schalter an. Schönes, genau. Gelbes, warmes Licht. Oh, Lava. Bleibt bloß weg. Ja, ich hab's gesehen. Ich schütt mal gerade einen Eimer darunter. Hier stößt man sich doch den Kopf und runter. Voran, hervorragend. Direkt hier schön eine Lavahöhle gefunden. Top. Ist zwar ziemlich klein noch, aber das kann ja alles noch werden hier. Oh, was war das? Da kam ein bisschen Gravel runter. Okay. So, hier geht's noch ein bisschen weiter. Oh, sorry, ich hab dich, glaube ich, gerade zugebaut, Garf. Hier geht's schon weiter. Hier kannst du mal runterkommen, einfach dann da um die Ecke. Der Fritzer, der hat Eisen. Was machst du? Wer denn jetzt? Ich will den Rückweg. Ich bin immer so einer, ich finde nie wieder raus aus den Minen. Und deshalb mache ich immer die Rückwege so, dass man sie auch wieder findet. Okay. Kein Ding. Wir buddeln uns immer raus. Ja, genau. Einfach. Und jetzt wieder hoch. Meine Spitzhacke geht bald kaputt, also. Und wenn man dann keine mehr hat, dann dauert es auch schon mal ein bisschen länger. Ich buddel hier einfach mal weiter runter. Das ist uns noch nie passiert. Nee, wir auch noch nicht. Macht wieder irgendwer Licht? Nein. Okay. Nein. Schlicht, ich mache kein Licht. Ich möchte das nicht. Da geht's tief runter. Einmal kurz ein Wasser-Elevator und so. Er hat kein Wasser mehr, ne? Der Jan hat kein Wasser mehr. Ich habe kein Wasser mehr dabei. Dann nimm ihn mit, dann soll er dein Wasser mit runternehmen. Oh, genau. Zompen. Ey, hau ab! Ihr habt aber auch Tricks drauf. So, genau, dann kannst du das jetzt einfach. Ja. So, hast du denn einen Eimer? Nee. Ich habe einen Eimer, doch. Ach, einen Eimer hast du. Das schon dabei. Wo hast du denn den jetzt wieder her, den Eimer? Ich hatte zwei mitgenommen. Achso. Ach cool. Gut. Kohle, 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 Kohle. Ich habe wieder einen Ohrwurm, danke. Bitte. Ich habe das andauernd als Ohrwurm. Ich finde dieses Lied so geil. Kennst du diese Rock-Version davon? Das ist der Hammer, oder? Es ist der, also ey, ohne Scheiß, ich will den Typ kennenlernen, der das gemacht hat und ihm einfach huldigen den ganzen Tag. Und sein Schrein bauen. So geile Arbeit. Und für die, die es nicht kennen, spielen wir das jetzt vielleicht nochmal ganz kurz ein dann. Ja. Genau, obwohl, also mal kurz chill sein. Ich weiß nicht, wie das copyright-technisch aussieht, aber... Ach, der hat doch nichts dagegen, wenn du ihn promotest. Ja, wir verdienen ja damit auch nichts, also weiß ich nicht. Ich meine, wir können ja mal kurz anschreiben und mal fragen. Obwohl, ich habe gehört, der Gronkh ist so geldgeil mittlerweile geworden, der könnte da schon... Der ne? Gronkh? Wofür kriegt der Gronkh denn Geld? Womit macht er Geld? Nein, das ist doch... das ist doch er ist im Moment YouTube-Partner jetzt vor kurzem geworden. Ist er geworden? Ja. Und das als Let's Player, oh, das ist nicht so leicht. Okay, er macht ja auch noch ein paar andere Sachen, ne? Ja, aber das heißt ja nichts. Also mit seinem Let's Play-Channel kann er so leicht jetzt nicht YouTube-Partner werden. Das stimmt. Obwohl er ist, glaube ich, über GameStar.de das geworden. Der hat da ja mit seinem Playmassive so ein bisschen Connections. Okay. Okay, da kennst du einer besser auf als hier. Ich kann natürlich auch nur Vermutungen anschauen. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder voll? Oh, Rotten Flash, das brauche ich unbedingt. Nee, weil das Problem einfach an alle, die das so nicht wissen, das Problem ist, also YouTube-Partner, damit kann man halt rein theoretisch so ein bisschen Kohle verdienen und so und was weiß ich. Man braucht aber halt ohne Ende Abonnenten und hast du nicht gesehen, deswegen gibt's auch und diese Views ganzen... Und Klicks und ja, deswegen gibt's die ganzen abogeilen Menschen auf YouTube und ja, es ist halt so, dass das Problem ist,
ganz einfach daran, dass man das nur werden kann, also YouTube das nur zulässt, wenn man nur eigene Inhalte in seinen Videos hat oder halt die Erlaubnis von den Urhebern. Sprich, wenn man irgendwelche Spielinhalte zeigt, wie jetzt hier von Minecraft, braucht man dafür eine Erlaubnis von Mojang in dem Fall, dass man die Videos bei YouTube reinstellen darf. Und dann ist das auch okay. Ich glaube aber, in den AGBs von Mojang steht, dass Let's Plays erlaubt sind. Ja? Ich meine ja. Da gab es auch mal eine Diskussion über Let's Plays von Minecraft und Let's Plays ja sowieso, weil das in den USA ja gerade so eine Abstimmung gibt, dass da Urheberrechtsverletzung und Spielinhalt wird ja mit der Masse gezeigt und bla. Okay, dann werde ich mich übermorgen, sobald wir dann noch 3.500 neue Subscriptions haben, werde ich mich dann mal bewerben. Übermorgen dürfte es soweit sein, genau, ja. Genau, übermorgen dann. bewerbe ich mich dann mal eben als YouTube-Partner, ja. Also das Bewerben geht ja auch relativ fix eigentlich, habe ich ja, mal ja, geguckt. Ja gut, aber das bringt ja nichts, wenn man, die sagen dann einfach, nee, ihr habt zu wenig Klicks, zu wenig Subscriptions und so. Und da unten liegt eine Enderpearl, hat hier irgendwer einen Enderman gekillt? Nein. Gut, dann ist der vielleicht hier runtergefallen oder so. Macht ihr das übrigens auch so mit den Fackeln rechts platzieren, dass man, wenn man mal zurückgeht... Ich habe mal angefangen, mir sowas anzugewöhnen, die immer auf dieselbe Seite zu tun, aber dann habe ich irgendwann das dann doch wieder nicht gemacht und außerdem setzt der Fritze dann auch wieder anders und der böse Fritz. Dann, ja, echt. Dann hat sich das irgendwie erledigt gehabt.